Protektionismus ist ganz sicher keine Option für Europa, denn wie wir heute gelernt haben, sind die Gewinne aus Handel, Freihandel riesig. Problem haben wir mit Verteilungsfragen und auch der Art und Weise, wie wir, welche Art von Handelsabkommen wir wollen, also inwiefern wir regulatorische Kooperation wollen, Investitionsschiedsgerichte, ob wir damit Souveränität abgeben wollen zugunsten von Investitionssicherheit oder nicht. Und diese Fragen müssen offen diskutiert werden, zudem die Frage des Klimaschutzes und der Menschenrechte in Handelsabkommen. Also viele Fragen, viele Anregungen, noch keine definitiven Antworten.